Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, bei Quattro Barbarossi mit den vier Barbaren am Anschlag hier. Sie springen schon. Der liebe Velcry zückt schon seine Axt hier. Ich finde mein Schwert nicht. Hallo. Es ist. Zückt seine Axt, sein Schwert, sein Bogen. Hallo, Vel. Hallöchen. Ich finde mein Schwert nicht. Links daneben stehe ich. Genau, links daneben steht unsere gute Queen. Hallo, hallo, Aloha. Hello, Queen Odedala. Und dann links außen, die Position links außen. Wunderbar. Avonacho, herzlich willkommen. Moin, moin. Moin. So. Moin, moin, genau. Ich hole mir jetzt auch Wasser. Wie, was? Wie V? Ach so, richtig, V, genau. Danke. Ja. Welcher bringst du mir die Steine eben noch hoch in die Baukiste? Eben erst Wasser holen. Mir wegen auch so rum. Ja, pass auf da unten. Ich glaube, ich komme mal lieber mit, weil da unten war nämlich richtig Schüssel. Ach, das geht. Ja, das geht. Jetzt pass auf gleich. Ich werde angegriffen. Gib dir mal eben Eskorte. Du traust mir auch Hast du? nichts. Vorsicht, du hast immer mit dir. Ja, klar. Aber ich werde angegriffen, ne? Alles klar. Ja, scheiße, ey. Sorry. Warte Da habe ich mich mal. jetzt erschrocken, ey. Ah, oh. Ups, Wasser kann ich auch Ich brauchen. bin ja, ich kann ja leider kein Leder mehr aufnehmen, wegen, ich trage ja Steine. Und ich brauche auch Stein, ja. Ich muss mir nämlich mal jemanden. Guten Tag. Dankeschön. Du bist das. Ja, ich Für bin die das. Leute. In deine Kiste, ja? In meine Ja. Kiste. Ah, okay. Ich brauche ja fast schon eine zweite So. Schüsselkiste. Warum ist bei mir so viel Schüssel in der Schüsselkiste? Das ist halt eine Schüsselkiste. Warte, damit, das muss man hier rein. Ich werde dann, ich investiere da mal die drei Skillpunkte in diese Sklavenknüppelgeschichte und so, ja, ne? Ja. Aber wo, deine Kiste ist voll. Wie soll ich denn da was reinpacken? Ich nehme dir jetzt mal ein paar Äste raus. Der Ja? Welpe Sklaven kloppen. Ja, ich will, ihr habt doch gesagt, ihr wollt ein paar Tänze aufreißen. Ja, Vorhin im ja. TS. Ja. So sieht's aus. Da wurde ja mal wieder so vieles gesagt. Übrigens, wegen dieser V-Geschichte, dass man sich selbst sehen kann, möchte ich mir nochmal bei Alexander Wittmann, bei Sucher so sein und bei der, wer war denn? Zockerrübe war das, du hast gesagt, ne? Oder? Ja. Ja, Ja. genau. Genau. Die haben Ups. nämlich alles, was ich vorlesen wollte, vor MTS schon gespoilert. Nein, niemals. Doch. Es ist dunkel. Ach ja, wir haben ja Fackeln. Ach, guck mal, siehst du es? Schon wieder alles verlernt hier. Naja, das ist hier ein bisschen anders wie Rust. Hier heißt es, mach doch mal die Fackel an. Eine Woche Nein. dazwischen und du weißt Oh, schon meine wieder Fackel nichts ist mehr. kaputt. Meine Nee. Fackel ist kaputt. Wie, 8. Da geh doch mal nach Mit was repariere Fackelmann. Da ich die machst du deine denn? Fackel an. Reparieren. Pflanzenfasern erforderlich. Möchte gerne Da gehört. runtergehen und Steine kloppen. Was soll Ja, passieren? ich höre hier so komische Geräusche Nix. nebenher. So, ich mache erstmal Warum meine ist das so? Skillpunkte hier. Also ich lerne dann dieses. Ich höre auch komische, Haben wir wieder. so Kampfschreie, ne? Für mich klang das mehr nach so einem Schimpansen, so dieses. Nee, nach so einem. Ja, so ein Kakadu-Schimpansen. Kakadu-Schimpansen, was für ein Ding? Ich dachte erst ein Affe, aber könnte auch ein Vogel gewesen sein. Kakadu-Schimpansen. So. Sehr geil. Ich habe jetzt leibeigenen Fänger freigeschaltet und jetzt will ich mal gucken. So ein Knüppel. Oh, ich kann ja noch gar keine Fenster. Oh, kann jemand, kann, oh, hat jemand noch Skillpunkte übrig? Kann jemand Leder herstellen? Also Gerberei, wo ist denn das überhaupt? Ja, ich habe, glaube ich, noch. Nee, habe ich nicht. Also, warte mal, Aber. oder kann ich nicht Leder? Warte mal. Kann, nee. Nee, Moment. irgendjemand konnte Leder. Ich kann leichten Brustpanzer. Kann jemand Leder von euch schon Moment, ich muss herstellen? mal eben gucken. Wo findet man das denn? So, jetzt sieht die Mauer hübsch aus von Also außen. wirklich Leder, nicht die Rüstung, ne? Also erstmal, sondern Nee, erstmal ich das kann es Leder nicht, glaube ich. selber. Gerber, das ist dieses komische Netz da. Dieser verkehrt herumgestellte, also so ein Lederfetzen in so einem Netz drin.
Das ist die fünfte Reihe ganz rechts bei mir. Nee, sechste Reihe ganz rechts. Da ist ein eiserner Kriegshammer bei mir. Orientieren wir uns an der Kerze. Da drüber oder drunter? Oder warum kann ich das denn nicht? Ja gut, Kerze habe ich jetzt schon gelernt. Die steht bei mir ganz oben. Also das ist so ein quadratisches Gespann. Da ist so ein Lederfetzen. Ach, das? Ah ja, alles klar. Genau. Das ist ja auch so weit unten. Nee, da habe ich keine Punkte mehr für. Hat das jemand gelernt? Aber haut denen kann ich jetzt schon. Brauche ich nur noch meine Wäscheklammern für. Das geht ab Stufe 10. Ja, weil sonst kann ich den Knüppel nicht herstellen. Pff. Warte mal, ich guck mal eben, ob ich was lernen kann. Aber ich glaube nicht. Hm. Oh, hallo, Jene! Okay, Moment. Ich muss mal eben Hyänen. Oh, was ihr überhaupt auch bräuchten, wäre Schmiede, ne? Holy shit. Also das mit der Verderbten, mit den Sklaven können wir jetzt erstmal knicken. Weil wir brauchen 100 Eisenbarren dafür. Und dafür müsste man eine Schmiede herstellen. Und... Ein Schmied, ja. Das ist jetzt mal gar nicht so einfach. Einen Ofen kriegst du da, eine Werkbank, eine Schmieds, eine Eisenverstärkung und eine Stahlverstärkung. Ich sehe den noch gar nicht. Ach, das ist die Schmiede. Ja. Okay, gut, alles klar. Ich habe auch eine Aufmerksamkeitsspanne von einer Sonnenblume. Ja? Ich wollte gerade was nachgucken und dann kam eine Hyäne und dann kloppe ich einfach weiter Steine. Sehr geil. Okay, gerne. Eine aufmerksame Spanne von einer Sonnenblume. Das habe ich auch noch nicht gehört, hör mal. Nee. Ne? Ich könnte das freischalten, Gerberei. Ja. Vielleicht ist Schmied auch erstmal wichtiger. Ja, warte. Also wir brauchen anscheinend beides. Mit Schmied können wir uns dann ja so Eisenäxte und sowas dann auch bald herstellen. Soll ich den Ofen? Vielleicht auch ganz cool. Wäre das dann Ofen oder Werkbank eine Schmied? Was brauchst du da? Den Ofen erstmal, ne? Für die Eisenbahn. Ich schreibe das jetzt einfach mal falsch. Gebunden an, hier ist noch ein ungebundenes Pflanzenfaserbett. Habt ihr die neu gesetzt? Oh nein, ich habe nicht. Wo ist meins überhaupt? War ich gestorben? Ihr seid ja öfter mal gestorben. Ja. Und bin ich da ein bisschen Sarkasmus raus? Nö. Wie kommst du auf den Gedanken? Nö. Niemals. Nö. Ich seid ja öfter mal gestorben. Ich bin ja, nee, aber das ist kein Sarkasmus. Nein, das ist einfach nur Wahrheit. Jetzt kommen hier nicht mehr Tatsachen. Kann ich gar nicht gebrauchen, sowas. Oh Gott, ich brauche 540 Steine für den Ofen. Holy Schisse. Ja, ich helfe damit. Hier sind keine mehr drin. Erstmal das Bettchen wieder neu machen hier. Hyäne. Jemand hat geschrieben, ich habe schon wieder Rüstungsteile im Inventar. Lou, stimmt überhaupt gar nicht. Da sind keine. Da hast du dich aber verguckt, junger Mann. So. Wer kann denn von uns das Messer machen? Auch noch keiner, ne? Den Dolch? Ja. Hä? Wo kriegt man den denn her? Mach den Ofen, Leute. Doch, Steindolch. Ah. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, brauchen wir Steine, ne? Ja, genau. Ich habe jetzt gerade noch gehabt, um den Ofen zu machen. Ich kann mich hier aber nicht bewegen, weil ich jetzt bei 134... Guckt mal ganz links neben dem Lagerfeuer, also wenn ihr vor dem Lagerfeuer steht, ganz links die Kiste, da habe ich noch ein paar hundert Steine reingelegt, wenn die noch nicht rausgenommen wurden und ich bringe noch was mit. Also da liegt ein ganzer Teil noch drin. Was ist mit dem Ofen? Ich muss hier mal leider gerade ganz kurz... Was in die Kiste packen. Ey, jetzt meine Frage, wer stellt hier die ganzen Wände eigentlich auf? Also, Die hatte ich aufgestellt. Okay, was wird das hier eigentlich? Also, weil ich hatte mir eigentlich dann nur am Anfang mal zwei Plattformen hingesteckt, um die Werkbank, um da vielleicht so einen Arbeitsraum später mal draus zu machen. So dachte ich das auch. Oder plant hier jemand ein großes Haus? Weil das wird immer größer. Jedes Mal, wenn ich mich umdrehe, hängt irgendwas dran. Hm. Ich frage nur so. Wir können auch hier drin wohnen, sonst ist es auch kein Problem. Ne? Aber ich wollte jetzt... damit wir hier unsere Schmieden und Öfen und was nicht alle reinpacken können, wollte ich das hier auf dem Bereich erweitern, wie hier dieser liegt. Bis hierhin. Echt? Und dann bis hierhin? Naja. Warum reicht nicht auch bis hier? Weil dann mehrere Öfen und alles reinpassen und das Ganze als Arbeitsraum und dann kommt das später, wenn wir es drinnen stehen haben, ordentliches Dach drauf.
Soll ich den Ofen hier links hinstellen? Wenn du meinst, dass wir diesen großen Platz brauchen, ja, dann ist okay. Ich weiß nicht, ob wir so viel Platz brauchen. Ich kann es dir gar nicht sagen. Ob wir den brauchen oder nicht, spielt keine Rolle. Dann passen wir wenigstens alle rein. Vor allem, wenn wir gut gegessen haben. So, Ofen. Was wollte ich denn jetzt? Ofen steht. Da können wir jetzt schon mal Eisen einschmelzen. Ne? Deswegen habe ich ja auch hier ein Campfire noch hingestellt, schön auf der Mitte. Sag mal, ganz ehrlich. Ja? Das ist ein, weißt du, hier wird Metall geschmolzen. Ja? Siehst du diese zierliche Holzwerkbank hier? Nee, die zierliche Holzwerkbank. Ich meine ja nur. Ach, die ist härter, als sie aussieht. Das ist, du hast doch auch Dirty Dancing gesehen, oder? Pass mal auf, das ist mein Arbeitsbereich, das ist dein Arbeitsbereich. Ich hole jetzt mal Wasser mit dem Mund. Jetzt kommt er hier uns mit Dirty Dancing, ey, Alter. Vor allen Dingen, ich hatte gefragt, aber ich wurde ignoriert und dann habe ich einfach gesetzt. So läuft das bei mir. Nein. Mega. Aber ich dachte mir, da alles so zusammen wäre doch nicht schlecht. Das ist richtig. Weiß jemand, wie das funktioniert? Ich habe jetzt Eisen in der Tasche. Ich muss das da einfach reinziehen oder Kohle muss da rein? Du musst, ach ja, richtig. Ja, dem, ich glaube, die kannst du nur mit Kohle anfeuern und dann okay. Eisen rein und, oh, hier oben ist ein NPC, warte mal. Der hackt Steine, warte mal. Diese Stille gerade, als ich gesagt habe, so läuft das. Ja, okay. Ey, das bin ich. Ach so, ihr sagt, du merkst es auch gar nicht. Ne? Also spätestens als ich gesagt habe, hier ist ein NPC, der Hackstein, da hättest du ja irgendwie stutzig werden müssen. Ja, ich habe nur gedacht, mal gucken, ob er mich anschießt. Und dann kam er so von rechts so. Das war der dritte Pfeil. Alter. Aber ich habe dich nicht getroffen, ne? Oder? Nee, das du bist an mir vorbei. Super geil, ja, ey. So war es auch gedacht. Ich denk so, komm, jetzt sag mal was. Greift er mich tatsächlich an, hör mal. Valkyrie, wir müssen reden, wo bist du? Komm mal her. Ah, herrlich. Da ist ein NPC, der kloppt Steine. Ja. Es ist so schön, es ist so herrlich mit euch. Genau das ist es, was ich an diesem Let's Play so liebe, ey. Jetzt bist du mal eben von deinem eigenen Teammate angegriffen. Weil er dich für ein NPC hält. Das ist komisch, dass man die Namen nicht auf die Entfernung sehen kann hier. Nee, kannst du nicht, ne? Glaube ich erst, wenn du dann echt davor stehst. Sag mal, Kinders. Ja. Wir haben hier ständig Durchzug. Irgendeiner lässt immer die Tür auf. Aber ich pack dir mal eben in deine Kiste noch Fundament rein. Ich habe noch 5 Fundamentblöcke. Das ist schön. So, jetzt weiß ich schon wieder nicht, was ich eigentlich haben wollte. Kohle ist aber hartnäckig hier. Die geht schwerer als Stein und Eisen, ne? Habe ich das Gefühl. Aber Well, es laufen 122 Eisen durch. Also wir könnten eine gute Chance haben, dass wir dann das mit dem Sklaven schnell hinkriegen. Ich bringe euch noch mehr Eisen. Ja, also wir brauchen für das Sklavenrad brauchen wir 100 Eisen. Genau. Und aber ohne Knüppel geht's halt nicht, ne? So. Ja, das stimmt. Und für den Knüppel brauchst du auch Eisen, oder? Nee, 10 Leder. Okay. Ja, ich habe noch Punkte zu vergeben, also Gerberer könnte ich dann auch noch machen. Ist das die Kohle, ist ja der Brennstoff, ne? Genau. Ja, besorge ich auch gerade noch Kohle und auch noch mal Eisen. Ich lege auch noch was mit rein. Also, wenn ich wieder Skillpunkte habe, kann ich sonst auch Metallwerkzeuge, oder habe ich die schon? Nee, die habe ich, glaube ich, schon gelernt. Das läuft ja wie Schmidts Katze hier. Ja, mit Eisenpickel, Eisenaxt, genau. Ach ja, und Seide, genau. Das haben wir sogar 2 Leute, die es können, ne? Genau. Weil mit den Metallwerkzeugen kriegen wir mehr Ressourcen raus, soweit ich das verstanden habe. So, das Wichtigste haben wir. Wenn wir auch noch kein Dach haben, aber eine Tür ist drin. Hat jeder von euch jetzt eigentlich schon die Klamotten am Start? Leichter Brustpanzer. Die da noch drin liegen, sind alle für Avonacho. Ah, okay, ja. Ich muss mal eben was essen. Ich habe noch Eisen mit reingepackt da in den Dings. Wow, rasant. Ich sage, man kommt wieder und schon steht wie das Neues. Unglaublich. Krass, ne? Ja. Und zu essen habe ich auch. Gegrillte Keule.
Ich hab, jetzt randaliert ihr hier wieder. Mhm. Warum denn? Was gefällt dir an dieser Mauer nicht? Dass es nicht schön aussieht. Oh. Was sah denn an den Ecken jetzt nicht? Was kann denn an einer Steinecke jetzt nicht schön aussehen? Was sieht denn an der Ecke nicht schön aus, immer? Boah, ich bin voll gegen die Wand gelaufen, ey. Ich wollte gerade durch ins Haus und da sitzt er mir direkt eine Steinwand vor die Fresse. Das ist unglaublich, ey. Autsch. Hast du ein blaues Auge? Du kommst hier nicht rein. Oh, das voll gemein, ey. So sah das aus. Jetzt ist schöner, Mann. So, ich packe hier auch nochmal Kohle und Eisenstein rein. Dauert ganz schön lange. Ja, allerdings. Was dauert denn lange? Du hast so einschmelzen. Ach so. Ja, aber okay, gut. Dann ich das halt so. Warte mal, ich packe hier mal. Was brauche ich denn für das Sklavenrad? 210 Stein. Was brauche ich für das Sklavenrad? Sehr schön. Liegt hier nicht noch irgendwo ein Kieselchen rum? Ich muss auch einen Kiesel rumlegen. Sag mal, habt ihr hier gesaugt? Ja. Nee, ehrlich, hier liegt kein Ast mehr, nichts. Ja, sorry, Jungs, war ein bisschen unaufgeräumt. Da bin ich mal eben kurz mit dem Vorwerk durch. Ja, da musst du, also Rübchen kriegt irgendwann so Aufräumrappel. Ja, da, sorry. Ich habe gerade mal geguckt, Kercher hat 10 Skillpunkte. Kercher, ja genau, mit dem Hochdruckreiniger erstmal alles rausfegen. Wo sehe ich denn? Ach da. Mir fehlt noch eine Stufe. You're carrying too much. Ich kann mich schon wieder keinen Meter bewegen, ey. Alter. So, ich bin auch schon am Schnaufen das hier. Und dann noch 38 Zwirn und 220 Holz. Oh, kommt ein Sandsturm oder? Nee. Der wäre hoffe, jetzt unpassend, der Sandsturm. Den will ich nicht. Der soll wegbleiben. Ich hoffe, dass sie das nochmal anpassen, dass man im Sandsturm dann auch Schaden kriegt und oder sich wirklich verstecken muss oder also in Deckung gehen muss. Momentan ist ja nur optisch. Wieder so ein NPC. Du hast wenigstens so ausgesehen, als würdest du auf Jagd gehen. Ich schleppe gerade wieder Eisen hier. Mit festen Beinen im Boden die Treppe rauf. Ich bin eine Stufe aufgestiegen, sehr geil. Ja, Abo, da hast recht, das sieht viel schöner aus so. Nicht? Sehr schön. Oh, ich habe immer noch ein schlechtes Gewissen, weil ich Valkyrie jetzt die Hütte verbaut habe. Das ist ja alles unschön hier. So, Rezepte lernen. Welche Rezepte habt ihr denn jetzt noch nicht? Ich kann jetzt den Steindolch zum Beispiel mal machen für uns. Das ist ja gut, um die Tiere, um Leder zu kriegen, ne? Richtig, den werde ich dann mal machen. Dann kriegen wir weniger Fleisch, aber wie gesagt, daran mangelt es uns ja auch nicht momentan. Genau, und ich könnte noch machen, entweder ein Söldner für das Steinschwert und das Holzschild, aber da haben wir ja schon jemanden für. Dann könnte ich machen die Sandsteinsäule. Kann die einer schon? Und die Sandsteintreppe, ich glaube, das kannst du schon, Abo, ne? Ja. Kannst du auch die Keilblöcke? Die habe ich unten sogar schon stehen. Ah, super. Okay. Was haben wir denn noch? Moment, warte mal. Bei mir heißen die dreieckige Sandsteinfundament, meinst du? Und Sandstein-Dreieck? Genau. Ja. Und kann einer von euch schon den Feuermacher, die Standfackel und die stügische Kohlepfanne? Nee. Nee. Soll ich die mal machen? Ja, ich bin ganz fasziniert, dass du dir Wörter wie Keilblöcke einfach mal so einfallen lässt. Nee, das heißt da. Das heißt in der oberen... ach so, ach der Skill Keilblock. Selber heißt... Ah, okay. Der Skill. Ah. Ja, sowas lass ich mir doch nicht einfallen. Aber es gibt auch noch sowas wie zum Beispiel, wir müssen mal abstimmen hier, Sandsteinzaun gibt's auch. Den könnte ich machen. Oder aber Sandsteinzaun-Fundament. Dann sind das zwei, die aufeinander aufbauen. Die Schmiede kennt ihr ja eh schon.
Ist das nicht hier der Zaun, den du da setzt? Oder sind das ganz reguläre Fundamente? Ach, du hattest, als ihr vorher alleine war, ne? Da hast du, glaube ich, einen Zaun gesetzt, ne? Oder? Mhm. Ich bin jetzt auch momentan gerade was am Schauen. Aber wisst ihr, was mein das persönlicher Favorit aus. Wäre? Wirklich hier die der Fackel? Feuermacher. Genau. Ja, ja mach ja. mal die Fackel. Jo, super. Super. Die Fackel ist, insofern gut, weil ich die große Fackel schon kann. Mhm. Was ist eine Schellenfackel kann ich auch schon. Da brauche ich Knochen für, Stein und Ast. Okay, alles klar. Also muss ich das, den verfickten Dings hier auseinandernehmen. 52 Eisen ja. erst. Der nicht mehr da ist. Das wird noch ein bisschen dauern. So, und dann brauchen wir Ziegel, noch... wie kann man denn einzelne Ziegel machen? Weil ich sehe gerade nur Ziegelmauer bei Stufe 21, weil ich würde dann gerne auch noch diese Werkbank des Schmieds bauen. Ziegel musst du auch Stein einschmelzen? Fragezeichen? In dem Ofen? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin schon wieder der. Warte mal, ich kann das mal eben ausprobieren. Ich kann ja mal eben einfach mal ein paar Steine in den Ofen schmeißen. Und, ja. Ich glaube, es geht schon wieder los. Das darf doch ja, dann kommt Ziegel raus. Es liegt in der Queue jetzt. Also oh, sehr ich cool. Ich nehme sie mal wieder raus, aber wenn du da Steine reinpackst, dann kommt Ziegel raus. Und ja, die Ziegel, cool. die verbrauchen unheimlich viel Material. Ich habe 36 Steine reingeschmissen, der hat mir 3 Ziegel angeboten. Also ein Ziegel sind wahrscheinlich 10 Steine. Okay, wir brauchen für die Werkbank eines Schmieds brauchen wir 50 Ziegel und 100 Eisenbarren. Okay. Dann Krass. Können wir die Werkbank eines Schmieds machen. Für die Metallbearbeitung. Ah, okay. Das sollte relativ einfach. Man kann ja auch die Häuser nachher aufwerten auf eine höhere Stufe. Und die nächste Stufe ist zum Beispiel auch Ziegel. Und das soll wohl ziemlich gut Materialien verschlingen. Ist dann natürlich deutlich stabiler halt. Ne? Mhm. Also ist jetzt gerade egal, weil die Tiere, die hier sind, können uns da eh nichts anhaben. Aber so im Allgemeinen, also wenn diese Horden da erstmal kommen, ach ja, die kommen ja. Stand im Blog und hat man mir auch geschrieben nochmal. Vielen Dank. Tück sagt, Arzt. Ach, hier liegen ja noch ganz viele Steine. Cool, Steindolch. Brauche ich aber noch Zwirn für. Ja, Stein habe ich mitgebracht wieder. Und mega viel zu essen ist auch noch da drin. Mega viel? Ja, mega, mega viel. Mega viel. Ich ja, mach mega viel. Jetzt mal das Seil. Übrigens, wenn ich jetzt hier hochbaue, ne, ja. soll ich dann versetzen, also eins mit Fenster nochmal oben? Weißt du, was ich meine? Achso, du meinst noch einen ersten Stock drauf und dann auch nochmal Fenster? Genau, und dann aber versetzt zu den Fenstern, die unten schon im Fundament sind. Achso, ja, das kannst du machen. Willst du hier direkt eine Decke einziehen? Nee, ne? Also, weil ja, ich glaube, direkt eine Decke ist, glaube ich, so ein bisschen klaustrophobisch. Ja. Genau, bin ich ganz Es könnte einer von euch bei Zeiten... mal den Jäger lernen. Sofern ich wieder Skillpunkte habe. Dann geht's ja auch erst ab Stufe 11. Rüb ich dir ja auch gerne. Ja, ich bin ja halt auch der typische Jäger, ne? Übrigens, ich darf ja nicht verabschieden, aber wir sind bei 23 Minuten. Ja, schon wieder. Alles klar, dann mache ich mal hier die Absage. Bevor ich hier wieder an meiner Wurst beiße. Ich habe hier so einen Pfefferknacker liegen, da wollte ich gerade reinbeißen, aber nee, jetzt nicht. Wo seid ihr denn? ihr steht hier alle hier in der warmen Hütte. Oh, wunderbar. Guck mal, wie das hier aussieht, Leute. Das wird hier der Trump Tower. Yep. ja, Avo ist noch Steine am Kloppen. Ich sage mal von hier aus Tschüss, weil wir schließen ja natürlich auch direkt wieder da dran an. Ne? Vielen, vielen Dank an meine lieben Mitstreiter. Ihr Lieben, wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Ach, Quatsch. Hallo? Wir sehen uns am Dienstag wieder, am Dienstag. Warte. Ich gehe noch mal eben raus. Ich komme noch mal rein. Moment, ja. Also noch mal. Also. Oh, hallo, mein Lieben. Hallo. Hey, du auch hier, Rüppchen. Was ja, Wahnsinn, oder? Also, vielen, vielen Dank an euch, meine lieben Mitstreiter. An die Queen, an den Avo und an den Valcry. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das wird sein am Dienstag dann. Genau. Und ich übergebe mal an meine Leute hier, damit ihr auch mal Tschüss sagen könnt. Tschüss, ja. Schönes Wochenende. Ja, tschüss, ja, genau. Tschüss.
Habt Spaß. Bis dann. Habt Spaß. Ciao.